Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 266. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Tag, hallo und moin. Und bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Zum vorletzten Mal in diesem Jahr eine reguläre Folge für euch. Und die ist auch wieder pickepacke voll mit einem ganz, ganz spannenden Thema und einem hochspannenden Interview. Deswegen machen wir direkt mal weiter mit der Sendung. Der Woche. In manchen alten New Yorker Apartmenthäusern stehen heute noch so richtig überdimensionierte, riesige, alte, laut vor sich hin gluckernde Rippenheizkörper rum. Und wie ich jetzt erfahren habe, wenn die Geschichte, die ich euch erzähle, denn stimmt, wurden diese Heizkörper speziell deswegen designt, weil man die Räume warm halten wollte, während man gleichzeitig ständig das Fenster aufreißen musste, weil man dauernd für Frischluft sorgen wollte, und zwar während der Grippepandemie 1918. Wir haben ja jetzt gerade wieder eine Pandemie. Wir wissen relativ genau inzwischen, wie wir uns vor dem Virus schützen können. Damals hatte man ein solches Wissen nicht. Was man aber geahnt hat, mal abgesehen davon, dass es eben auch schon dieses lebensreformerische Frischluft, diese Sehnsucht nach Frischluft gab und diese Bewegung, die also gesagt haben, wir brauchen alle viel mehr frische Luft, vor allen Dingen in den Städten. Das wusste man damals schon, dass eben Lüften gegen die Ausbreitung des Virus hilft, oder man hat es gehofft zumindest, und deswegen eben diese riesigen Rippenheizkörper, damit man es trotzdem im Winter, denn im Winter die zweite Welle war ja wesentlich schlimmer, noch warm haben konnte. Der Heizkörper an sich wurde zwar schon Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden, aber dieses spezielle riesige Design war eben für diese speziellen Anforderungen gemacht. Wenn das alles denn stimmt. Jetzt habe ich furchtbar viel erzählt, und gucken wir mal, ob das dann auch so richtig ist. Ich wollte gerade sagen, wenn die Geschichte stimmt, die du uns hier gerade erzählt hast, erfahren wir wie immer am Ende der Sendung. Thema der Woche. Das Thema der heutigen Sendung, ihr habt es natürlich schon gelesen, The Great Reset. Was das alles ist, werdet ihr natürlich erfahren. Eine Kooperation mit Michael Blume vom Verschwörungsfragen-Podcast, der uns kontaktiert hat, werdet ihr gleich alles hören. Und das spannende neue Thema eventuell, wenn es um Verschwörungsmythen geht, was uns wahrscheinlich 2021 beschäftigen wird, hört rein. Das neue alte Thema, wie es immer so ist bei diesen Sachen, ne? Aber das werden wir dann natürlich noch genauer besprechen gleich. Du hast natürlich völlig recht. Nichts ist neu bei den Verschwörungsmythen im Grunde genommen. Aber neu zusammengesetzt vielleicht. Naja, wir hören mal ins Gespräch rein. Zum Ende des Jahres, ein wenig überraschend, aber trotzdem sehr, sehr erfreulich, haben wir erneut zu Gast im Hoaxilla Podcast Michael Blume. Hallo Michael. Hallo ihr zwei, hallo Hoaxilla. Hallo. Und letztes Mal habe ich dich ganz ausführlich vorgestellt und habe dann den Wikipedia-Artikel vorgelesen, der damals nicht aktuell war. Ich würde einfach sagen, Michael Blume werden wir verlinken. Ihr könnt euch das alles vorlesen. Du bist Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg, aber im Grunde genommen bist du Podcast-Kollege inzwischen. Genau. Ja, und wobei ihr natürlich viele Dinge könnt, die ich gar nicht machen kann oder gar nicht darf, und ich beneide euch ein bisschen um eure Leichtigkeit, also danke, dass ich heute mit euch tanzen darf. Ja, das ist auch schön. Wir freuen uns sehr. Und warum sprechen wir erneut mit dir? Das ist so eine Twitter-Begegnung gewesen, Alexa, oder? Ja, du hast uns auf Twitter angeschrieben und sozusagen angepiekst, was das Thema der heutigen Folge angeht, The Great Reset, und hast gefragt, ob wir davon schon mal gehört hätten oder ob wir darüber schon mal im Podcast gesprochen hätten. Und letzteres war noch nicht der Fall, aber ich finde das großartig, dass du sozusagen uns den Stups gegeben hast, dieses Thema zu behandeln, weil das tatsächlich etwas ist, was in den nächsten
nächsten Wochen noch mehr hochkochen könnte. Das ist im Prinzip eine Geschichte, die sich schon fast so im Frühjahr, Frühsommer dieses Jahres geformt hat und dann war es eine Weile ruhig und jetzt so im Herbst, so ab Oktober, November ist das Ganze hochgekocht und mittlerweile sehen wir auf Corona- oder Anti-Lockdown-Demos, sehen wir Karten, auf denen unter der Überschrift The Great Reset irgendwelche Forderungen aufgeführt sind und in YouTube-Videos wird uns gesagt, wir werden bis zum Jahre 2030 alle enteignet und überwacht und versklavt sein und das ist etwas, das sicherlich uns auch das nächste Jahr noch beschäftigen wird, weil die Pandemie ja nun nicht Schlag 1. Januar 2021 vorbei ist, sondern sich, so fürchten wir alle, noch ein bisschen hinzieht. Und natürlich, weil dieser Great Reset, das, ich spoiler schon mal ein bisschen, ja für das Ende der Pandemie ja im Grunde genommen vorgesehen ist. Es soll ja darum gehen, wenn die Pandemie vorbei ist, dann soll sich ganz viel ändern. Aber bevor wir das definieren, Michael, wann ist dir denn das erste Mal der Great Reset untergekommen? Du bist ja auch extrem, sag ich mal, in diesen düsteren Ecken des Internets und der Verschwörungsideologen unterwegs. Was war so deine erste Begegnung? Ja, das begann so nach dem Sommer, dass das so auftauchte und zwar gerade auch im Bereich QAnon und ja dann auch mit Querverbindungen bei uns zu den Querdenkern. Es war dann ganz konkret eine Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, die hat mir von einem Reichsbürger ein Great Reset Plakat zugeschickt, übrigens auch dann via Twitter, aber auch auf anderen Kanälen, hat gesagt, Michael, was ist denn das? Was ist davon zu halten? Die Caroline Preisler, die durch das Corona-Tagebuch ja auch bekannter geworden ist und ich hatte es dann auch in einem Zeitungsinterview angesprochen, habe gesagt, ich gehe davon aus, das wird das nächste große Ding und dann meldeten sich mehrere Journalisten und sagten, was ist denn das überhaupt? Also das taucht immer mehr auf, aber niemand weiß so richtig. Und das war dann der Grund, warum ich gedacht habe, also wenn jemand an der genau richtigen Stelle ist, um einen Hoax rechtzeitig aufzuklären, bevor er richtig groß wird, dann ist es Hoaxilla. Und deswegen habe ich dann relativ spontan diesen Tweet abgesetzt und habe gesagt, wollen wir uns das nicht vielleicht mal anschauen, weil es eben tatsächlich ein Thema ist, von dem wir doch sehen, dass es sich gerade formiert und dass es kommt. Es war im Frühjahr dann längere Zeit Pause, aber jetzt nimmt es gerade Fahrt auf. Und da seid ihr mir halt eingefallen als diejenigen, die ein Thema, ja auch einen Hoax auch mal rechtzeitig aufgreifen. Ich möchte auch dazu sagen, dass der Film, also diesen Trailer, den ich da von euch gesehen habe, dass mich der halt auch sehr überzeugt hat. Das war ja auch so ein bisschen spacig in die Zukunft gerichtet. Und es ist, ich meine, wir zeigen heute mal, dass ja Wissenschaft auch dafür gut ist, um Prognosen zu erstellen. Nämlich nicht erst zu warten, bis was passiert und dann zu sagen, huch, sondern zu sagen, hey, guck mal, da kommt ein Thema und das wird uns wahrscheinlich in ein paar Monaten weiter beschäftigen. Also greifen wir es jetzt schon auf. Das ist ja auch diese alte Frage, die uns immer gestellt wird, uns allen, die in dem Bereich unterwegs sind. Ist das etwas Neues, was wir hier erleben? Und wenn sagen wir immer alle unisono, nee, Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen hat es schon immer gegeben. Es gibt bestimmte Phasen, in denen sie Aufwind bekommen. Und das ist jetzt hier gerade was, wo wir schon fast prognostisch, und ich bin da ganz bei dir, oder wir sind da ganz bei dir, Michael, das wird ein Thema sein, was uns beschäftigt. Und die Zutaten für den Great Reset, die sind einfach auch perfekt, weil es gibt ein Buch, es gibt eine große Organisation, die sich ja mit dem Thema beschäftigt hat und also, es gibt die Schlagzeile The Great Reset, gibt's ja real. Eben, ne? Also was mich so fasziniert, ist, dass dieser Verschwörungsmythos, der sich jetzt in diesen Tagen formt, ganz klare, reale Bezüge hat und nicht nur ein Körnchen Wahrheit, sondern im Prinzip schon ein ganzes Korn, ein ausgewachsenes. Also vielleicht, um es mal kurz zu umreißen, so Anfang Juni hat die ausgerechnet auch noch die königliche Familie Großbritannien, also vor allen Dingen auch Prinz Charles, sich hervorgetan, den Great Reset zu bewerben in einem YouTube-Video. Im Prinzip die Missstände und Probleme, mit denen wir derzeit zu kämpfen haben, aufzuzeigen und sozusagen bis hierhin und nicht weiter. Es muss jetzt was passieren und wir müssen alle umdenken. Die Wirtschaft muss sich verändern, unser Umgang mit der Umgehen mit der Umwelt muss sich verändern und im Prinzip haben wir jetzt die Chance, die wir vielleicht nie wieder kriegen, in dieser Pandemie auch irgendwie etwas Gutes zu sehen, nämlich die Chance, alles besser zu machen. Und da haben wir schon mal den ersten sozusagen realen Ansatz. Diese Pandemie hat uns aufgezeigt, wie kaum ein Ereignis sonst, was wir als Menschheit
in den vergangenen Jahrzehnten, man kann fast sagen Jahrhunderten, alles falsch gemacht haben. Unsere Wirtschaft ist ja tatsächlich, sagen wir mal so, nicht der heilige Gral bietet Ansatz also für vielerlei Probleme. Die Globalisierung ist problematisch, die muss man eventuell neu denken. Unser großes Ziel, den Climate Change aufzuhalten, steht natürlich ganz oben auf der Liste. Und insofern befasst sich diese ganze Geschichte schon mit realen Problemen. Aber sie triggert allein schon durch den Titel. Übrigens, also das Ganze ist sozusagen die Agenda des World Economic Forums, also allen voran der Vorsitzende Klaus Schwab, der dann auch ein Buch darüber veröffentlicht hat, wo er wirklich sagt, wir müssen im Prinzip viele Dinge neu denken. Und alleine schon dieses Wort, the Great Reset, also das Zurücksetzen, der Umbruch, das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen der Welt, das triggert natürlich auch gewisse Leute, die sich in Verschwörungskreisen oder Verschwörungsmythenkreisen herumtreiben, weil nämlich du dieses Motiv in Zusammenhang bringen kannst mit der New World Order, mit den Chemtrails sogar, weil da ja auch in extremen Kreisen davon die Rede ist, dass wir alle durch die Chemtrails mit Mikrochips ausgestattet werden und irgendwann wird die globale Elite dann den Schalter umlegen und dann sind wir alle gleichgeschaltet. Das ist ja ein Motiv, was unter Verschwörungsgläubigen schon seit Jahrzehnten herumgeistert. Und all diese Dinge werden jetzt in der Pandemie wieder zu einem neuen Brei zusammengemischt und unter The Great Reset eben auch in den Pandemie-Leugnerkreisen verbreitet. Kann ich voll bestätigen. Ich meine, das knüpft ja auch an Verschwörungsmythen. Das britische Königshaus ist eh schon immer, also in den ganzen Illuminaten und Reptiloiden-Verschwörungsmythen, dabei. Genau. Da wird dann auch gerne gesagt, das ist eine der illuminatischen Blutlinien. Mhm. Also das ist schon ganz alt. Das kenne ich zum Beispiel auch aus dem türkischen Antisemitismus. Also da wird das dann auch erweitert. Dann ist auch Charles Darwin, also die ganzen Briten werden eigentlich, sind eigentlich jüdisch-illuminatisch kontrolliert. Da ist das schon länger dabei. Ich habe jetzt auch wahrgenommen, dass es auch ein stark, ich will mal sagen, innerliberales, libertäres Thema ist. Also quasi das Philipp Rösler, der unser ehemaliger Bundesminister, ja ein FDP-Mitglied, wird angegriffen, durchaus mit rassistischen Untertönen, wo es dann heißt, aha, der ist also auch Teil davon, was ist denn mit der FDP los? Mhm. Also dass da sozusagen so eine Trennung auch stattfindet zwischen einem demokratischen, liberalen Milieu und eben libertären Verschwörungsmythen, die sagen, der ganze Staat ist eine Verschwörung und das Ganze eben auch schon wieder mit so rassistischen Untertönen. Ja. Ich halte es also auch nicht für einen Zufall, dass gerade im Umfeld von der FDP, dass da viele angegriffen werden. Mhm. Insofern sehe ich das tatsächlich, das wird also da auch größer werden, was ich da jetzt so auch die Frage zum Beispiel, braucht es überhaupt Umweltschutz, müssen wir auf die Klimakrise reagieren? Es ist quasi das perfekte Symbol um die Angst vor Impfungen, die Angst davor, dass tatsächlich eine Pandemie besiegt wurde, also offensichtlich Wissenschaft und Staat erfolgreich gewesen sein können und dann auch noch die Klimakrise, das alles in einen Verschwörungsmythos reinzupacken. Mhm. Persönlich habe ich beobachtet oder auch Daten von Josef Vollenburger, dass es nochmal einen gewaltigen Aufschwung bekommen hat nach der Wahlniederlage von Donald Trump, weil jetzt viele, die quasi auf den Donald Trump gesetzt haben und gesagt haben, das ist jetzt unser Erlöser, der wird die Verschwörung, die Weltverschwörung zerschlagen, sich jetzt einen neuen Verschwörungsmythos suchen. Mhm. Und gerade, ich nehme das so wahr, dass gerade in QAnon-Gruppen sich die Leute jetzt wie wild auf den Great Reset stürzen, um sozusagen die kognitive Dissonanz, unser Erlöser hat ja die Wahl verloren, irgendwas stimmt hier nicht, um die zu bearbeiten und der auszuweichen, stürzt man sich jetzt halt auf die nächste Erzählung und sagt, das ist alles Teil des großen Plans. Ja. Donald Trump hat die Wahl gar nicht verloren, das ist alles ein Fake und eigentlich geht es um den Great Reset. Genau. Und anstatt sich dann also selber damit auseinanderzusetzen, dass man faktisch falsch lag, flieht man einfach in den nächsten
nächste Verschwörungsmythologie hinein. Mm, genau, denn ein Hashtag, den man in dem Zusammenhang immer wieder findet, auch im QAnon-Bereich, ist Trust the Plan. Also alles, was jetzt sozusagen schief zu gehen scheint für diejenigen, die sagen, Donald Trump kämpft gegen den Deep State und wird natürlich gewinnen, die sagen, wie du richtig beschrieben hast, auch diese Niederlage muss jetzt natürlich Teil des Plans sein. Wir kennen diesen Plan zwar nicht in Einzelheiten, aber den dürfen wir auch gar nicht kennen, denn dann könnte man uns fragen und wir würden dann vielleicht aus Versehen antworten. Also alle müssen im Dunkeln bleiben, aber wir müssen auf den Plan vertrauen und irgendwie wird das schon weitergehen, der Kampf. Was ich völlig faszinierend fand, jetzt auch nochmal in der Vorbereitung auf die Sendung, wenn man sich das anschaut, ist, wie auch diese Verschwörungsmythen ja wieder funktionieren nach dem Baukastenprinzip, ja, und was so ein Katalysator für etwas sein kann. The Great Reset ist eben das Motto gewesen des Weltwirtschaftsforums in Davos, ja ursprünglich immer geplant. Das ist jetzt alles ein bisschen natürlich schwierig, 2021, aber es gibt immer ein Motto für dieses Weltwirtschaftsforum. Wenn man mal reinschaut, was die in der Vergangenheit für Motto hatten in den vergangenen Jahren, dann hätte jetzt, wenn wir 2012 zum Beispiel die Pandemie bekommen hätten in einer ähnlichen Situation, würden wir nicht vom Great Reset, sondern von The Great Transformation sprechen. Das war das Forum Motto 2012. Oder es gab 2009 auch schon Shaping the Post-Crisis World. Also natürlich ist das so, wenn das Weltwirtschaftsforum zusammentritt, dass die immer irgendwas Griffiges haben müssen und sagen, wir wissen, wie die Zukunft der Wirtschaft weitergeht, und die haben immer diese griffigen Dinge. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass 2010 die Welt sich komplett verändert hat oder dass es 2012 eine Great Transformation gegeben hat, über vielleicht andere Kleinigkeiten innerhalb der Wirtschaft hinaus. Aber jetzt gerade mit der Corona-Pandemie als Katalysator wird so ein Forum plötzlich mit so einem großen Scheinwerfer beleuchtet und es passt natürlich in diese uralten Verschwörungsmythen und wieder rein, und jetzt wird sich's rausgegriffen. Und wenn man sich mal ein bisschen mit der Person Klaus Schwab beschäftigt, also man kann sich das ja fast gar nicht ausdenken. Also zum einen ist er auch noch im Steering Committee von den Bilderberg-Konferenzen, ja. Da haben wir also das nächste Buzzword. Er hat von der, und ich spreche jetzt in Anführungsstrichen, in dicken, fetten Anführungsstrichen, von der BRD GmbH das Bundesverdienstkreuz und das große Bundesverdienstkreuz bekommen. Also er ist natürlich auch ein Würdenträger und Wirtschaftswissenschaftler und eine ganz bekannte Persönlichkeit. Und was man auch ganz viel in diesen YouTube-Videos und auf den Bildern, die so durch Twitter und Telegram geistern, sieht, ist, dass er auf einer Bühne steht zwischen anderen Menschen und so eine, ja, fast an Star Trek oder Star Wars erinnernde schwarze Robe mit so einem spitzen Schultern, ja, genau, trägt. Und und er wird dann oft dargestellt mit auch noch per Photoshop reinmontierten Hörnern auf dem Kopf und sei also der Vorsitzende der Church of Satan. Da sind wir wieder bei QAnon, die ja sozusagen die globalen Satanisten für alles Übel verantwortlich machen. Und diese Robe hat er tatsächlich getragen. Das ist also wieder sozusagen der reale Ansatzpunkt. Da hat er nämlich die Ehrendoktorwürde von der Technischen Universität Kaunas in Litauen bekommen. Also das Bild ist sozusagen real, wie er diese Robe trägt, und die sieht, bin ein bisschen zusammengezuckt, die sieht wirklich merkwürdig aus, aber der ist natürlich komplett aus dem Zusammenhang gerissen, und das ist natürlich auch wieder so ein typischer Mechanismus bei Verschwörungsgläubigen, solche Fotos, also sich quasi wie ein Geier darauf zu stürzen und solche Fotos aus dem Kontext zu reißen und dann ein bisschen zu verfremden und in einen neuen Kontext einzubauen. Ja, man muss ja auch sagen, also auch zum Beispiel dieses Video von World Economic Forum, wo, ja, da auf den Great Reset, ja, hingemacht ist, und, ja, also das alles, ja, ist sozusagen so, als ob eine Werbeagentur von vornherein gesagt hätte, jetzt geben wir, ja, mal den Verschwörungsgläubigen, genau, Futter. Also, genau, da ist wirklich alles drin. Ja. Und ich wage deswegen jetzt schon die Prognose, dass, wenn also dann auch der Great Reset nicht so eingetreten ist, wie sich das die Verschwörungsgläubigen denken, werden sie zur Erklärung heranführen, das sei ein Honeypot gewesen, ein Honigtopf. Das habe man ihnen extra hingestellt. Und jetzt käme aber die nächste große eigentliche Verschwörung. Also ich muss
musste gerade, als Alex das erwähnt hat, dran denken an den Tillmann Knechtel mit seinem Rothschild-Verschwörungsbuch, ja. Hier ja. der ja. libertäre ja. Antisemit, ja. Der ja. quasi hier jetzt in die Schweiz ausgewichen ist, wie viele Antisemiten, und von dort seinen Hass verbreitet. Und der schreibt dann zum Beispiel, dass also ja 2012 dann und Olympiade und das sei eigentlich alles, man auch die Symbole, das hätte doch alles schon so nach der großen Weltverschwörung und dem Dritten Weltkrieg und der Rothschild-Verschwörung ausgesehen, aber möglicherweise seien einfach zu viele YouTube-Videos angeguckt worden, sodass es nochmal verhindert worden sei. Oh. Also das ja. ist sozusagen, ja. man, ja. die christliche Theologie hat dafür dieses wunderbare, so eines meiner Lieblingswörter, den wunderbaren Begriff der Parousie-Verzögerung. Also wenn das Ende der Welt nicht eintritt, dann verzögert sich die Parousie. Das tut sie jetzt bald 2000 Jahre. Aber sozusagen, ja. man findet dann halt doch immer eine Erklärung, warum es dann das ja. nächste Mal, aber doch ganz sicher, dann doch stattfindet. Und ich finde das sozusagen interessant, dass da in dem Rothschild-Buch vom Tillmann Knechtel noch so ein bisschen Trauerarbeit dabei ist. Es hätte alles gepasst, aber es kam einfach nicht. Guck und mal, das so wird das natürlich ja. beim Great ja. Reset wieder sein. Und ich ja. garantiere, die werden sagen, das haben die extra so gemacht, um uns zu täuschen. Das habe ich natürlich nicht gelesen, dieses schreckliche Buch von Herrn Knechtel, anders als du, der sich ja beruflich mit solchen Dingen beschäftigen muss. Aber dann habe ich ja genau richtig gelegen. Dann haben sie also auch schon 2012 diese Geschichten oder 2013 dann von mir aus verbreitet. Und ich finde hier ganz faszinierend, ich weiß gar nicht, wie das kommt, als wir uns jetzt das angeschaut haben, alles. So langsam habe ich wirklich das Gefühl, das geht dir wahrscheinlich noch viel mehr so, Michael, man entdeckt dieses Baukastenprinzip. Also im Grunde genommen, wenn man sich nur die seriösen Quellen über das Wirtschaftsforum, und wir können gerne, das wäre mir auch noch am Herzen, dass wir auch noch mal gleich nachher vielleicht ein bisschen Kritik üben, also Globalisierung und Turbokapitalismus, das ist ja auch alles gar nicht so gut. Alexa hat ja gerade schon beschrieben, das kann man ja auch mal vielleicht hinten raus noch ein bisschen kritisieren mal oder kritisch andenken. Aber wenn man sich diese seriösen Quellen anschaut, dann da zuckt man ja schon zusammen, wenn man sich das und denkt, ja kein Wunder, das werden sie auch noch finden, das haben sie noch gar nicht in ihren Telegram-Gruppen gepostet, soweit haben sie noch gar nicht in Google geschaut. Wenn sie das finden, wird das der nächste Punkt sein. Und das hat mich so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben will, so fasziniert, aber so eine Faszination des Grauens, weil ich genau wie du denke, da kommt noch so einiges und es gibt so viel Potenzial, was man finden kann. Was ja jetzt auch schon diskutiert wird, ist, warum konnte der denn ein 280-Seiten-Buch, wenn die Seitenzahl stimmt, im Sommer schon darüber schreiben und da stand schon Covid-19 drauf. Das haben die doch alles geplant gehabt. Das findet man ja immer wieder. Und Michael, du schreibst ja auch das ein oder andere Buch. Und wenn auf so ein Reset, also 2012 war es die Transformation, wenn man da mal wieder ein Buch schreiben möchte und dann gibt es eine Pandemie. Ich frage dich mal so als produktiveren Autor als uns, meinst du, so ein Verlag sagt, prima, da klatschen wir Covid-19 drauf, dann verkauft sich das noch ein bisschen besser? Oder wäre das eine zu gewagte These, dass es vielleicht dazu gekommen ist? Nein, also es ist schon so, dass Verlage haben ja unterschiedliche Produktionsabläufe und da gibt es auch immer die Möglichkeit, Bücher schnell zu bringen. Also zum Beispiel mein Verschwörungsmythen, ja, also das, wo ich ja auch schon dann gesagt habe, hier Donald Trump wird die Wahl verlieren und so weiter. Das ist ja tatsächlich erst im Juni, Juli auch entstanden. Und der Verlag hat gesagt, okay, wir müssen jetzt auch reagieren mit einem Buch. Und manchmal sind die Hintergründe dahinter relativ banal. Es war halt so, dass ich das Homeschooling für die Kinder übernommen hatte, wochenlang, während Sarah, meine Frau, gearbeitet hat, also quasi ins Büro musste, Pflegebereich, und sie ist dort im Personalbereich, sie musste, systemrelevant. Und ich habe dann halt die Kinder versorgt und dann nachmittags und abends quasi gearbeitet im Homeoffice, und das war eine echt intensive Zeit, und daraufhin hat sie mir dann quasi gesagt, nach mehreren Wochen, so, jetzt hast du mal eine Woche frei, und dann ist ein Buch entstanden. Also das ist sozusagen, und der Verlag hat da einfach reagiert, und ich würde mal annehmen, dass wenn die im World Economic Forum, wenn die dann natürlich gesagt haben, wir müssen da jetzt reagieren, wir wollen da jetzt sozusagen an die Spitze der Bewegung gehen, dass dann das nicht schwierig
war, da auch einen Verlag zu finden, der gesagt hat, da steigen wir dann drauf ein. Also ja. Das nehmen wir dann auf den Fast Track her. Ja? Also da braucht man keine Verschwörungserzählung, sondern es gibt Bücher, die werden langfristig geplant und es gibt aber auch immer in jedem guten Verlag die Möglichkeit zu sagen, wir reagieren jetzt auf schnelle Entwicklungen. Und eins der beeindruckendsten Bücher überhaupt im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist von Stephen Taylor, das habe ich besprochen auf meinem Podcast, über die Sozialpsychologie der Pandemie. Mhm. Und da ist das Faszinierende, dass sein Buch fertig war, wenige Wochen vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Ja. Und er stützt sich praktisch nur auf historische Daten von den letzten Pandemien und sagt voraus, welche Abläufe sozialpsychologisch, was da passieren wird, das Blunting zum Beispiel, das Abblocken, Verschwörungsmythen und so weiter. Und wenn man das heute liest, dann ist das also fast gruselig, wie genau das eingetroffen ist. Und ich empfehle es ja auch offen und viele lesen es auch und schreiben mir dann auch. Und da muss ich schon sagen, das zeigt einfach, dass Wissenschaft tatsächlich unter allen Dingen der Prophezeiungen und Hellsehereien ist halt die Wissenschaft dann doch die beste Prognosemaschine, weil da sozusagen jetzt Leute in eine Glaskugel gucken, sondern schlicht und ergreifend, umso mehr historische Daten wir haben, umso mehr wir in die Vergangenheit gucken können, umso genauer können wir natürlich zum Beispiel das Auf und Ab von Verschwörungsbewegungen auch schon voraussagen. Ich habe, leider hat es ja Mark Twain selber nie gesagt, deswegen habe ich das zum Titel jetzt in einem Artikel selber gemacht, dass sich Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ja, er hat das leider gar nicht so gesagt, sondern ein bisschen anders, ist dann aber ein Internet-Meme geworden und ich sage das jetzt aber, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und das ist auch der Grund, warum wir aus Geschichte doch auch immer mal wieder lernen können und das können die natürlich im World Economic Forum wie an jeder guten Uni und an jedem guten Forschungsinstitut können die das natürlich auch. Und dann sehen die, da kommt was und dann sagen sie, kommt Leute, wir reagieren da drauf, dass sie das halt medial so machen, um da die ganzen Verschwörungsgläubigen da um den Verstand bringen. Da würde ich mich schon mal gern mit ein, zwei Leuten dort unterhalten und würde sagen, wusstet ihr das? Oder, seid ihr wirklich so in eurer Schweizer Bergwelt, dass euch nicht klar ist, was da passiert, wenn ihr das so formuliert? Ja. Da würde ich gerne mal ein, zwei, bestimmt habe ich mal die Gelegenheit, da mal ein, zwei zur Seite zu nehmen und zu sagen, Leute, jetzt sprechen wir untereinander und dann schleife ich euch zur Hoaxilla. Ja. Musste es das Benzin sein, das ihr noch ins Feuer reingekippt habt. Also der Guardian hat in einem Artikel diese ganze Kampagne, diese Image-Kampagne vom WEF als tone-deaf bezeichnet, was ich eigentlich sehr passend finde. Also die haben einfach sozusagen die Stimmung im Raum nicht erkannt und nicht gemerkt, dass sie da eigentlich sich das komplett falsche Image irgendwie aufbauen. Aber merkwürdigerweise, also ich glaube, das Buch ist irgendwie Anfang Juli rausgekommen, ist das Ganze ja wirklich erst im Herbst so richtig heiß geworden. Und da sind zum Beispiel so konservative News-Anchor oder Journalisten wie Laura Ingraham, die ja sich sowieso durch Verschwörungsmythen hervortun, beteiligt. Also Laura Ingraham hat bei Fox News davon gesprochen, dass man ja weiß, dass sozusagen politische Eliten Krisen ganz gerne mal ausnutzen, um dann sozusagen ihre Dinge durchzudrücken. Und selbst mit dieser Aussage hat sie vielleicht sogar ganz, 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 ganz bisschen recht. Denn es gibt eine Journalistin, Naomi Klein, die schon vor ein paar Jahren von der Schockdoktrin geschrieben hat. Und dass nämlich Krisen in dem Fall eher so von rechtskonservativen Politikern dazu genutzt werden, um gewisse Dinge durchzudrücken. Hat da sozusagen den Finger in eine politische Wunde gelegt. Und dieses Motiv ist jetzt sozusagen in dem Zusammenhang von The Great Reset wieder aufgegriffen worden. Und es gab auch Kritik von einem Vertreter des Heartland Institute, der dann wiederum geschrieben hat, The Great Reset sei jetzt also der Sozialismus durch die Hintertür und dann auch noch irgendwie mit Klimapolitik und so. Das ist eine Katastrophe, das wird den Markt beschneiden und das wollen wir nicht. Lass uns ganz kurz sagen, das Heartland Institute, ein ganz libertäres, rechtskonservativer Think Tank in den Vereinigten Staaten und dass die natürlich die Idee, dass wir jetzt alles auf grüne Energie und eine andere Wirtschaft
also in dieses Extrem hineininterpretieren, dass die das nicht gut finden und dass das ja auch gegen die Trump-Politik, also das Heartland-Institut ist, also eine Einrichtung, die das, was Donald Trump so gemacht hat, super gut gefunden hat. Damit kann man es, glaube ich, ganz einfach beschreiben, der gesagt hat, Umweltschutz, Klimaschutz muss man gar nicht betreiben, das schädigt unsere Industrie in den Vereinigten Staaten. Und die springen natürlich dann jetzt darauf auf, das Heartland-Institut, und kritisieren dann den Great Reset und sagen, das ist doch, ja, das linkeste, macht uns, genau, das ist das linkeste, die linkeste Propaganda überhaupt und wird uns den ganzen Markt und die ganze Wirtschaftspolitik kaputt machen und das wollen wir nicht. Also das waren dann so die Töne und dann irgendwann war der Weg für die Verschwörungsgläubigen nicht mehr weit zu sagen, hier haben wir es doch, den großen Plan der New World Order, und wer steckt natürlich dahinter? Die Hochfinanz, jüdischen Familien, die Rot Schilds haben wir dann, natürlich George Soros, der darf nicht fehlen. Und es ist ja auch so, dass die WEF so eine, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Nachwuchsorganisation ist, auf jeden Fall die Young Globalists. Und da ist tatsächlich Alexander Soros, der Sohn von George Soros, Mitglied, auch ein Philanthrop wie sein Vater, aber auch jemand, der natürlich jetzt in diesen ganzen in der ganzen verschwörungsgläubigen Szene stark unter Beschuss steht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie sehr George Soros doch jetzt angegangen wird im Rahmen dieser antijüdischen Verschwörungsmythen. Und auch diese Mitgliedschaft von Alexander Soros ist natürlich da ein gefundenes Fressen für die Verschwörungsgläubigen, das Ganze wieder auf eine Finanzelite, eine jüdische Elite zu schieben. Und dann haben wir sie halt wieder, diese ganzen alten antijüdischen Verschwörungsmythen, die da sozusagen auf diesem Great Reset aufsatteln können. Vielleicht also, da hätte ich euch was. Das ist ein schöner Zufall, oder natürlich nicht Zufall, weil man einfach ja in diese Richtungen forscht. Aber wenn ihr möchtet, könnte ich kurz erzählen, ich habe jetzt in Verschwörungsfragen auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, was so der Hintergrund ist, warum die liberale, libertäre Bewegung da im 20. Jahrhundert so auseinandergefallen ist und in einen quasi Teil, der sich öffnet, so Themen wie eben soziale und ökologische Marktwirtschaft, und in einen anderen Teil, der quasi da überall eine Verschwörung sieht, bis hin zum libertären Antisemitismus. Also wenn euch das interessiert, kann ich das kurz... Oh ja, sehr, sehr gerne. Ja. Das glaube ich, braucht man, um das ein bisschen auch einordnen zu können. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ja, weil du hast ja vorher auch erwähnt, also der Kapitalismuskritik, ja, Geld, also die Frage, und ihr habt ja, glaube ich, vorgelesen das letzte Mal aus Wikipedia, ich habe ja erst eine Finanzausbildung gemacht. Ich bin ja eigentlich gelernter Banker, bevor ich dann Religions- und Politikwissenschaft studiert habe. Ich hatte sogar angefangen ein Studium der Volkswirtschaft und bin dann mit Grausen da rausgegangen, als ein Professor da Homo Oeconomicus verkündet hat, übrigens einer, der dann auch später die AfD mitgegründet hat und sie dann aber auch wieder verlassen hat. Ganz knapp gesagt, wie kriege ich das ganz knapp zusammen? Tatsächlich hat sich der Liberalismus nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er, 1930er Jahren, dann mit Karl Popper natürlich auch darüber hinaus, 40er, 50er, 60er Jahre, ganz stark ausgeprägt. Einmal in der Auseinandersetzung mit den beiden großen Kollektivismen, mit also dem Marxismus auf der einen Seite, Nationalsozialismus auf der anderen Seite, aber durchaus auch mit der spanischen Grippe. Also Ludwig von Mises zum Beispiel, der sagt noch, ich in seinem großen Buch Liberalismus, es könne ja wohl keiner mit Lob rechnen, der sich nicht an die Anweisungen des Arztes hält im Fall von einer Pandemie. Ja? Also das ist sozusagen, und das ist insofern tragisch, weil heute viele Leute, die sich auf von Mises berufen, genau das ablehnen und sagen, also die Pandemie, das ist ja nur Teil der Verschwörung und es gibt ja gar keine echte Pandemie. Ja? Markus Krall zum Beispiel hat sich so geäußert auf Twitter, dass er gesagt hat, das sei ja gar keine echte Pandemie. Und was ist da dahinter? Also es ist gewissermaßen so, dass das demokratische liberale Denken, hat sich geöffnet für empirische Erkenntnisse, historische Forschung, und da wissen wir eben inzwischen, das Geld hat sich entwickelt im Mesopotamien, im Zweistromland, aus der Tempelhierarchie, aus der Staatshierarchie, das war Gabentausch, also soziale Beziehungen, das ist noch kein Warenkauf, noch kein freier Markt, wie wir uns das vorstellen, und da wurde auch
Gold und Silber wurde dann als Gabentauschgut definiert. Also Gold zur Sonne, Silber zum Mond. Das bekam Wert zugewiesen und wurde damit also eine Möglichkeit, wie man sich gegenseitig Wertschätzung und so weiter ausdrücken kann, auch als Opfergabe. Das Geld entsteht dann, wie wir es kennen, dann in zwei Flügeln, Jerusalem zum Beispiel wird der Shekel übernommen, der Shekel HaKodesh mit Bezug auf den Tempel. Dort werden Bilder gemieden. Wir haben dann später, wir kennt es vielleicht mit Jesus, wenn er also die Münze hochhält und sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Da geht es also genau darum, was wird eigentlich auf die Münze drauf geprägt. Und in Kleinasien, Türkei, damals noch griechisch geprägt, da entsteht die Tradition auch in den Tempeln, dass quasi die Opferstiere verbunden werden mit den Gaben, symbolische Gaben. Der Obolai ist der Bratspieß, der Obolus, sagen wir bis heute. Mhm. Also sozusagen, wenn du deinen Obolus entrichtest, dann gibst du eine Pflichtabgabe. Das war quasi, du hast den Stier oder ein Teil des Stiers beim Tempel abgegeben. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir bis heute in den meisten westlichen Währungen, aber auch beim Yuan zum Beispiel, so einen schönen Doppelstrich drinnen haben, beim Euro und so weiter. Das sind noch die Stierhörner. Mhm. Und sogar noch der aufstoßende Stier, der Bullenmark, der mit den Hörnern nach oben steht. Das geht ganz, ganz stark darauf zurück, die Tempelarchitektur. Also das heißt, das Geld ist eben entstanden in einem religiös-staatlichen Kontext. Einmal Tempel, dann die Herrscherabbildungen und sowas wie freie Märkte und so weiter. Das entsteht dann viel, viel später. Dann entsteht Papiergeld und so. Heute natürlich digitale Währungen. Und das ist sozusagen das, was die liberale Philosophie nach und nach mitvollzogen hat. Die Verschwörungsgläubigen, die haben aber die Abzweigung genommen. Die sagen, nein, am Anfang der menschlichen Geschichte gab es einen absoluten Markt mit absolutem Geld. Da war alles Dufte. Die Leute haben miteinander gehandelt. Viele gehen dann nur von Männern aus. Die nehmen nicht mal wahr, dass es da auch zum Beispiel Frauen und Kinder gibt oder dass wir eigentlich ja nicht als Individuen auf irgendwelchen Märkten evolviert sind, sondern in Gruppen, Familienverbänden. Nein, es war am Anfang der absolute Markt und das absolute Geld. Und dann sind diese Verschwörer gekommen, die Staaten und die Religionen, und haben das korrumpiert. Und wir müssen zurück zum wahren Gold und wir müssen zurück zum wahren Geld, wie es einmal gewesen ist. Und da zerbricht die liberale Bewegung so ein Stück weit. Und im 19. Jahrhundert entsteht dann der Verschwörungsmythos des Kulturmarxismus. Da heißt es dann, die Linken, die verbünden sich mit den Rothschilds, mit den Jüdischen, mit der Hochfinanz, wie du es gerade genannt hast. Das haben wir dann in den Protokollen der Weisen von Zion. Das haben wir dann im Nationalsozialismus ganz stark, auch bei Vordenkern der NSDAP, dann bei Adolf Hitler. Aber der Cultural Marxism überlebt danach auch in den USA zum Beispiel Anders Breivik, wenn ihr euch an den erinnert, der ein sozialdemokratisches Jugendcamp angreift in Norwegen, der also auf Utøya junge Sozialdemokratinnen ermordet, weil er der Auffassung ist, es gibt also diese Weltverschwörung aus Linken und jüdischer Hochfinanz. Das ist sozusagen heute auch der große, große Strom, den wir bei QAnon haben, den wir aber auch im liberalen, libertären Bereich haben. Ich war selber ja früher noch in so liberalen Vereinigungen dabei. Ich sage immer, ich habe es in der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft länger ausgehalten als Christian Lindner. Aber das wurde dann irgendwann so grauenhaft, weil da inzwischen so viele Leute dabei sind, die sich einfach weigern, wissenschaftliche Erkenntnisse wahrzunehmen, die von einem absoluten Markt faseln, die davon von perfekt rationalen Akteuren, Homo economicus. Und wenn man mit so einem Marktfundamentalismus daran geht, dann kann man natürlich überhaupt nicht auf soziale oder ökologische Missstände reagieren, sondern dann ist es sozusagen, alles ist dann Verschwörung, weil der Markt müsste ja, wenn man ihn nur ließe, alles von alleine regeln. Und ich habe vorher Tilman Knechtel erwähnt, der schreibt dann tatsächlich, die ganze Umweltpolitik diene, das sei der Ökozid, das diene der Vernichtung der Menschheit, und Öl könne gar nicht knapp werden, weil es immer wieder neu produziert würde. Also das heißt, machen wir uns da nichts vor, die Leute
haben sich da so reingesteigert, dass da Rechtsextreme und Libertäre verschmelzen zu einem Verschwörungsglauben, der allen Ernstes glaubt, The Great Reset ist ein Auftakt zum Ökozid und zur Reduzierung der Menschheit. Mhm. Also für die Leute ist das sozusagen, die verteidigen damit ihren religiösen oder ihren marktfundamentalistischen Verschwörungsmythos. Ja. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also das ist so eine Perspektive, die mir bis dahin auch noch in der Tiefe gefehlt hat. Ja. Also vielen, vielen Dank für diese Ausführung, weil das alles auch Äußerungen und Schlagworte wie die Ökodiktatur und so weiter, die ja auch in diesen Kreisen immer herumschwirren, nochmal in ganz anderes Licht rückt. Und man oder das der dann Hass wirklich auf Greta besser Thunberg, ja? Oder genau. Auf die Fridays for Future. Genau. Ja. Das ist doch, ich meine, die Querdenker kämpfen jetzt noch drum, dass sie mitten in der Pandemie nach Möglichkeit große Menschenmengen zusammenbringen und verhalten sich völlig unvernünftig. Mhm. Aber oft die gleichen Leute haben die Fridays for Future dafür kritisiert und attackiert, dass sie gefälligst in die Schule zu gehen haben. Genau, und exakt, nicht und dann auch noch junge Frauen, und das geht ja gar nicht. Und das steckt dahinter. Mhm. Also diese Leute glauben allen Ernstes sozusagen, sie träumen sich in eine Urzeit zurück, die es nie gab, wo ewig gesunde Männer ganz allein miteinander Gold und Waren ausgetauscht haben und sind nicht in der Lage wahrzunehmen, dass die reale Wissenschaft schon längst sehr, sehr viel weiter ist. Und deswegen ist für die tatsächlich die Klimaforschung und die Klimakrise ist eine Herausforderung ihres Weltbildes. Mhm. Die hassen das, weil sie tatsächlich sehen, das bedeutet ja, dass mein ganzes Glaubensgebäude wird dann zum Beispiel durch Follow the Science und eine Greta Thunberg direkt in Frage gestellt. Und vielleicht ist das jetzt auch nochmal der Punkt, wo ich einhaken will, noch einmal ganz kurz auch zu sagen, natürlich ist das jetzt hier keine Sendung, wo wir das Weltwirtschaftsforum verteidigen und freisprechen wollen. Und meine kluge Frau hat mir irgendwann mal am Küchentisch gesagt und hat es hier schon in der Sendung auch einmal angedeutet, ne? Also das Deutlichmachen von Missständen durch diese pandemische Situation, die wir aktuell haben. Und das kann man ja sehr schön auch deutlich machen. Also Globalisierung hat zum einen den Vorteil, dass die Welt natürlich zusammenwächst. Wir sehen viel mehr von der Welt untereinander. Und wer miteinander handelt, der überfällt sich auch nicht. Also natürlich hat ein globalisierter Handel hat auch was Friedensstiftendes. Das darf man natürlich nicht ignorieren. Aber wenn wir erleben, dass wir die Produktion von Masken zum Beispiel komplett nach China auslagern und wir deutschen Unternehmen verbieten, in Deutschland Masken zu kaufen, weil die zu teuer sind, dann soll man lieber die aus China kaufen. Und dann haben wir eine pandemische Situation. Dann stellen wir plötzlich fest, ach guck mal, die brauchen jetzt ihre eigenen Masken und wir können gar keine Masken mehr. Wo kriegen wir denn jetzt Masken her? Das ist so ein Missstand, der zum Beispiel sehr deutlich aufgedeckt worden ist. Gleiches gilt für die Produktion von Medikamenten, wo wir auch gesagt haben, lasst uns bitte nur auf die Aktienkurse gucken und wir können doch viel billiger die Medikamente zum Beispiel in Indien produzieren lassen. Auch da, wenn es zu einer pandemischen Situation kommt und die indische Industrie zusammenbricht, dann fehlen uns plötzlich notwendige Medikamente für von mir aus Bluthochdruck in Deutschland. Das ist auch keine angenehme Situation, in die wir uns selber reinmanövriert haben. Wenn wir schauen auf die Fleischindustrie, wenn wir schauen, wie wir uns ernähren, wenn wir auf ökologische Aspekte von Ernährung schauen, dann ist es vielleicht auch nicht so sinnvoll, Unternehmen, wie wir sie in Deutschland hatten, plötzlich, wo der Scheinwerfer drauf leuchtet, weil die Menschen krank wurden durch die Pandemie, weil sich dort das Virus rasend schnell verbreiten konnte. Aber da müssen wir auch mal drüber nachdenken, aber sehr viele Menschen kaufen sich für 1,49 € oder 1,99 € im Discounter Schnitzel und sagen, ist doch super, da steht sogar Bio drauf. Auch das müssen wir hinterfragen. Also das sind natürlich alles Beispiele von Missständen, auf die wir schauen müssen. Und wenn man jetzt das Weltwirtschaftsforum mit dem Great Reset verstehen würde in Richtung, das wollen wir jetzt mal alles angehen, das sind erstmal so ein Parkmissstände, dann wäre es ja super. Und der nächste Aspekt ist dann natürlich, dass wir den Umweltschutz anders denken müssen und nachhaltiger uns auch natürlich Energieversorgung anschauen müssen. Also wenn jetzt Klaus Schwab und das WEF sagen, also wir müssen wir brauchen einen Kapitalismus, der mehr an die Menschen denkt, sozusagen die Menschen mehr ins Zentrum rückt, der die Umwelt und die Rettung derselben mehr ins Zentrum rückt, dann ist das wunderbar und hört sich erstmal gut an. Die Frage ist, ob die
Menschen, die sich dort treffen, das sozusagen wirklich ernst meinen, wenn es hart auf hart kommt. Und die zweite Frage ist, wie viel Macht hat eigentlich dieses Weltwirtschaftsforum? Also ich wage mich mal jetzt relativ weit vor und sage, das ist zwar ein nicht uneinflussreiches Treffen von, sagen wir mal so, Wirtschaftsinfluencern und seit den 90er Jahren ja auch Politikern, die da zusammenkommen und versuchen, Dinge eben neu zu denken oder sich eben den globalen Problemen zu widmen aus Sicht der Wirtschaft. Aber die sind halt nicht in der Lage, allen Regierungen der Welt zu sagen, so, liebe Kinder, 1. Januar 2021 ist der Stichtag und ab dann denken wir alles, was wir bisher gemacht haben, völlig neu und dann ändert sich irgendwie die Weltwirtschaft. Also ich denke, funktioniert es nicht. Ich kann das nur aus ganzem Herzen quasi unterschreiben und ich kann jetzt ja wirklich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, ich arbeite ja in Regierungen jetzt bei 4 Ministerpräsidenten jetzt eigentlich inzwischen seit 2003 in der Staatskanzlei und so weiter und habe also die unterschiedlichsten Zuständigkeiten auch schon gehabt und war bei der UNO damals als quasi mit der Nadia Murad, als sie aus dem Irak dann geholt hatten, oder bei der Nobelpreisverleihung. Also ich möchte mal behaupten, ich habe da quasi selber auch Einblicke in diese ganzen Bereiche und es ist überhaupt nicht so, dass es eine Gruppe gäbe, die das alles steuern kann, sondern das sind große Apparate, die sich leider sehr, sehr langsam, meines Erachtens viel zu langsam bewegen. Also gerade was die Klimakrise angeht, bin ich da ganz bei euch. Ich habe inzwischen ja auch, ich bin Vegetarier, quasi, weil ich genau also auch sage, die Massentierhaltung können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir für ein Kilo Fleisch x Kilo Futtermittel verwenden, Energie verschwenden, Wasser verschwenden, Pandemien auslösen, Zoonosen auslösen. Also quasi ein wir rasen da gerade auf etwas drauf zu. Und hier in Baden-Württemberg hat unser Landwirtschaftsminister jetzt auch schon gesagt, wir haben ein Problem. Also wir kriegen das Fleisch nicht mehr los. Wir brauchen Mindestpreise, um das Fleisch loszubekommen. Und ich würde eher zum Beispiel dafür plädieren, dass wir sagen, man muss die Landwirtschaft umbauen in Richtung von Energiewirtschaft und muss gucken, dass erneuerbare Energien produziert werden, anstatt einen Bereich Massentierhaltung weiter zu subventionieren. Ich sehe dafür keine Zukunft und ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren noch Massentierhaltung haben werden. Aber das geht sehr, sehr lange. Es braucht auch sehr lange, bis sich wissenschaftliche Erkenntnisse in der Politik durchsetzen. Und sowas wie das World Economic Forum sind halt dann Foren, wo auch mal diskutiert wird. Ich sage jetzt aber auch mal ein bisschen, das sind natürlich auch Leute, die haben sonst viel erreicht, die haben auch Geld und die kaufen sich da halt auch ein bisschen Kontakte und Sinn. Also man möchte dann halt von, es ist natürlich toll, wenn man der Familie sagen kann, ich fahre jetzt in die Schweiz da hoch und wir machen die große Weltpolitik, anstatt nur zu Hause zu puzzeln. Das heißt also, da ist sozusagen halt auch viel Posing, viel Männerposing dabei, Kontakt pflegen und Diskussionen finden statt, aber das ist keine Weltzentrale und die meisten Politikerinnen und Politiker richten sich nach ganz anderen Sachen um Gespräche im Wahlkreis. Selbst ich würde behaupten, dass Twitter in Deutschland inzwischen deutlich mächtiger ist als jedes Forum im Hintergrund. Aber solange es sozusagen Menschen gibt, werden gerade auch Männer immer wieder dazu tendieren, Bünde zu gründen, die sich so ein bisschen auch abgrenzen. Und hier funktioniert das vor allem finanziell. Ja, also man muss sich eine Mitgliedschaft leisten können. Ich kann aber nicht bestätigen, auch aus eigenen Erfahrungen, dass das dann die Gruppen sind, die mit einem Knopfdruck die Weltpolitik in Gang bringen. So einfach hat Politik nie funktioniert und wird auch nie funktionieren. Ja. Aber das ist doch genau wieder der Punkt, den wir dann auch häufig alle immer wieder gemeinsam, und da schließe ich viele kluge Menschen, ich sage jetzt mal Pierre Lamberti, Katharina Nokun und alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dann sind wir immer bei der Komplexitätsreduktion, die natürlich für Verschwörungsgläubige ganz, ganz wichtig ist. Und ich würde da nochmal gerne auch einhaken wollen. Also wir haben hier die Vorstellung dann in diesen Verschwörungsmythen, dass da in Davos
Da kommen die zusammen, eine Anzahl X Personen, und dann gehen die in die Länder zurück und steuern all das, was in den Ländern passiert. Das ist ja die Vorstellung. Wenn ich mir anschaue in den letzten Wochen, Michael, du hast es gerade schon gesagt, du bist ja genau drin in diesem ganzen Thema. Allein der Föderalismus in Deutschland. Also Frau Merkel kommt eben ja nicht bei euch in der Staatskanzlei vorbei und sagt so, ich möchte jetzt gerne, dass ihr das so und so macht. Und dann sagt ihr, ja, Frau Merkel, so machen wir das sehr gerne natürlich, wenn Sie das sagen. Sondern wir erleben ja hier schon, wie Bundesländer untereinander in der Bundesrepublik Deutschland autark sind und natürlich ihre eigenen Agenda haben und die auch vertreten wollen und auf ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger des Bundeslandes schauen. Und das, wir kriegen das ja in Deutschland nicht hin, schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Da muss viel diskutiert werden. Zum Glück immer noch sehr rational an vielen Stellen, wenn auch ein bisschen langsam vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ich will kurz eine Lanze für das viel Diskutieren brechen. Also wichtig, wir reden immerhin Diskurs, noch von demokratischen Prozessen, die ja natürlich auch gerechtfertigt sind. Natürlich ist der Diskurs wichtig. Aber wenn man denn die ganze Welt steuern könnte, dann könnte man wahrscheinlich auch ein Land deutlich einfacher steuern. Aber was mir da immer so aufdrängt, und das ist gut, dass du das noch mit dem Diskurs angesprochen hast, Alexa, Michael, ist es denn nicht auch, oder muss es nicht noch wichtiger sein für euch Politiker, TM, da gehörst du jetzt leider dazu gerade, noch mehr darüber zu sprechen, wie Demokratie funktioniert und nicht, wie ihr euch als Politiker Demokratie vorstellt, sondern auch den Punkt zu unterstreichen, dass wir alle Demokratie sind und das auch machen müssen? Ja, also das ist einer der Gründe, warum ich ja auch so viel im Netz aktiv bin und warum ich zum Beispiel es ablehne, dass man auf Twitter nur sendet, sondern auch wenn das Risiko ist, auch wenn man dafür immer mal wieder angekoffert wird, antworte ich, like ich, weil ich der Auffassung bin, Internet ist eigentlich ein Dialogmedium. Es sollte nicht nur ein Verlautbarungsmedium sein, in der quasi die einen reden und die anderen lauschen. Wenn wir das machen, dann vergeuden wir die Chancen davon. Das Internet ist ein Mitmachmedium und gerade QAnon und diese Verschwörungsbewegungen bieten ja den Leuten die Fiktion, bei uns könnt ihr quasi, da könnt ihr ja mitmachen, ihr könnt eure Memes teilen, ihr seid Teil einer Bewegung. Und ich finde, die demokratischen Bewegungen, Parteien und so weiter müssen da besser sein. Die müssen die besseren Mitmachangebote liefern. Und wir haben, wenn wir jetzt mal, also China, da haben wir jetzt mit eine ganz andere Systementwicklung, die mir große Sorgen macht, Tyrannophilie, wo das Buch von Mao Zedong, das ich mir damals aus China mitgenommen habe, da mit den Worten des großen Vorsitzenden, ist geradezu antiquiert gegenüber der App, die der jetzige Xi Jinping quasi hat, wo gemessen wird, wann die Leute die Aufgaben lösen und wie viele Stunden am Tag sie sich mit seinen Worten befassen. Und dann gibt es Punkte und die werden in der Parteigliederung quasi kontrolliert. Also wenn Leute Angst hätten vor digitaler Diktatur, dann empfehle ich halt auch mal einen Blick nicht unbedingt in die liberalen Demokratien, das kommt natürlich in diesen Verschwörungsfantasien nicht vor, sondern das richtet sich halt immer gegen Juden, Frauen, Briten, also da hat man quasi immer seine Lieblingsverschwörungsfeinde. Und wenn wir uns jetzt aber die Demokratien anschauen, dann haben wir natürlich Systeme wie zum Beispiel die USA und Großbritannien mit Mehrheitswahlrecht, da hast du dann klare Mehrheiten, sozusagen, das kann dann halt auch sehr extrem werden, die Ausschläge, also mal so. Ich habe früher gedacht, wow, das ist ja effizient. Inzwischen bin ich deutlich weniger begeistert, weil man sieht, dass es auch die politischen Kulturen zerreißt, wenn du Abgeordnete in einem Wahlkreis bist, der in Richtung A oder B tendiert, dann willst du gar nicht mehr zur Mitte hin, sondern dann musst du dich verteidigen gegen die Extremen in deinen eigenen Reihen. Das heißt, das führt zu einer politischen Polarisierung, wo es quasi zum Beispiel die Tea Party quasi die Republikaner aufgerollt hat. Dagegen wirkt ja hier die Werteunion in Deutschland relativ. Fast, genau. Sozusagen, da merkt man eben, also das Mehrheitswahlrecht führt halt auch zu einer Polarisierung. Auf der anderen Seite, das andere Extrem wäre zum Beispiel Schweiz, Konkordanzdemokratie, wo dann jede Partei, die dauerhaft erfolgreicher ist, dann sozusagen reingenommen wird in die Regierung und quasi eine Allparteienregierung immer wieder sich bildet und das Ganze abgefedert wird durch Volksentscheide und eben Kantone und so weiter. Also eine Verflechtung, wo die Bundespräsidentschaft sozusagen der Schweiz fast nur eine moderierende Rolle hat. Und Deutschland hat nach den Erfahrungen der Weimarer Republik eben auch ein föderales System, wo eben
ausdrücklich drin ist, dass keine einzelne politische Kraft alle anderen dominieren kann. Und es gab ja sogar Kritik dran, dass sich dann die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten immer wieder zusammengeschaltet hat, weil das ja eigentlich so nicht vorgesehen ist. Das geht normalerweise über den Bundesrat. Und man hat da jetzt natürlich auch improvisiert. Aber das zeigt also, wer da behauptet, man könne sozusagen von irgendeiner Stelle auf diesem Planeten alle politischen Prozesse steuern, das hat mit der Realität null zu tun. Es ist sozusagen, sind evolvierende Systeme, die sich mal besser, mal schlechter anpassen auf neue Herausforderungen. Ich würde quasi in der Tendenz sagen, dass wir als Gesellschaften da schneller werden müssen. Es bringt nichts zu sagen, die Politik soll die Klimakrise hinkriegen. Solange wir die Strukturen haben, die wir haben, wird die Politik das alleine nicht schaffen. Zum Beispiel zu sagen, ja, die Fleischindustrie müssen wir reformieren. Massentierhaltung ist ein klassisches Beispiel. Ja, da brauchen wir Entscheidungen der Politik. Aber was jeder im Supermarkt kauft und wie billig das ist, da sind wir halt auch alle irgendwo in der Pflicht. Exakt. Und deswegen sehe ich da nicht ein Entweder-Oder. Ich glaube, also wenn wir uns nicht den Verschwörungsfantasien flüchten, wie die vom Great Reset Verschwörungsmythos, dann bedeutet die andere Option ja Verantwortung. Und das ist eine Verantwortung, die auch Politik, auch Wirtschaft betrifft, aber natürlich auch jede und jeden Einzelnen. Das können wir nicht sagen, macht ihr mal und repariert das bitte. So einfach werden wir da nicht davonkommen. Klassisches Beispiel ist ja auch immer die Vorgaben jetzt in der Pandemie, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Natürlich kann es Empfehlungen geben und der Staat hat natürlich auch die Aufgabe, das Leben der Menschen zu schützen. Ich bin sehr froh, dass ich in einem Land lebe, wo die Politik das so definiert, dass das ihre Aufgabe ist und diese Aufgabe auch ernst nimmt. Aber so dieses Abzirkeln, dass dann Grafiken auftauchen, in welcher Konstellation ich mich mit wie vielen Personen Heiligabend noch treffen kann, damit das auch bloß noch dem, also da geben wir ja auch ein Stück weit dann wieder unsere Verantwortung ab, genau wie beim Fleischkonsum oder anderen Dingen, Wegwerfartikel und Plastikkonsum und alles, was es gibt, da sind wir selber in der Pflicht und die Regierung kann aber leiten. Und ich fand dein Beispiel, Michael, das will ich nochmal aufgreifen, wunderbar, wo du gesagt hast, Massentierhaltung weg, Umbau der Landwirtschaft hin zu erneuerbaren Energien, die wir dann benutzen können. Das ist ja etwas, was im Grunde genommen auch in den Kontext von Great Reset wieder reinspielt, nämlich in das Programm von Joe Biden, das Building Back Better. Ja, der ja sagt, anders als Donald Trump, ja, es gibt den Klimawandel, ja, wir müssen uns dagegen stemmen, wo dann die Libertären sagen, ja, aber dann geht unsere ganze Industrie flöten, wir verlieren Millionen von Arbeitsplätzen, die ja eh gerade verloren gegangen sind in den Vereinigten Staaten, tragischerweise. Aber da ist ja auch die Aussage von Joe Biden, er will in Unternehmen investieren, die sich auf erneuerbare Energien, auf nachhaltige Produktionen konzentrieren und dann gibt es wieder neue Arbeitsplätze. Und mir kommt das manchmal so vor, wie die Zeit, als die Industrieroboter in der Produktion Einzug gehalten haben, wo es plötzlich hieß, da werden alle Menschen arbeitslos, weil jetzt bauen die Roboter die Autos und keine Menschen mehr. Und natürlich haben Menschen ihren Beruf verloren, aber es hat eine Umformung ja stattgefunden. Es hat neue Jobs gegeben, die sich geformt haben. Und das wäre sozusagen dieser Reset, der ja nicht von 0 auf 100 geht, sondern dieses Building Back Better finde ich eigentlich ganz schön, dass wir da hinkommen. Und ich bin immer beruhigt, wenn ich höre, dass natürlich die Politik anfängt, dahin zu denken. Und das könnten wir viel schneller machen, wenn es nach meinem Geschmack geht, viel mutiger sein. Aber ich denke, das wird der Weg sein, den wir gehen müssen. Aber da haben wir genau wieder die ganzen Motive, die wir im Prinzip bei allen Verschwörungsmythen, die im Augenblick herumgeistern, finden, das Gefühl, ich möchte mich gerne von der Eigenverantwortung entbinden lassen, die Sehnsucht nach einem einfachen Weltbild mit klaren Feindbildern, die ich dafür verantwortlich machen kann, wenn mein Leben mir zu schwierig erscheint. Und so dieses Gefühl der Hilflosigkeit, was jetzt natürlich in der Pandemie nochmal so stark ist. Ja. Ne? Also da haben wir all diese Ängste und auch so krude Sehnsüchte nach einem starken Führer. Michael, du hast die Tyrannophilie angesprochen. Und ich find's so spannend, dass wir in allen Gesprächen über Verschwörungsmythen immer irgendwann wieder bei der Eigenverantwortung, bei den Rechten und Pflichten von Bürgerinnen und Bürgern in einer Demokratie landen. Und
natürlich ist das irgendwie unangenehm, weil auch Entscheidungen als Verbraucher im Supermarkt zu treffen, kann wahnsinnig hart sein, wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt mit dafür verantwortlich, wie sich die Welt in ein paar Jahren entwickeln wird und wie wir das machen mit dem Klimawandel und so weiter. Bin selber dafür verantwortlich, ob ich mich vernünftig verhalte in einer Pandemie und so weiter. Das sind wahnsinnig unangenehme Dinge. Und dann kann es halt auch wirklich, und da kann ich die Menschen sogar teilweise verstehen, viel einfacher sein zu sagen, wir haben da diese Feinde, die wollen uns alle irgendwie gleichschalten, die legen dann irgendwann den Schalter um und dann sind wir sowieso alle nur noch die Dödel und die Sklaven. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist, mich auf die Straße zu stellen und laut zu brüllen und dagegen anzuschreien. Und alles andere hilft sowieso nicht. Also im Grunde genommen haben wir immer diese Mechanismen, die bei allen Verschwörungsmythen eine Rolle spielen. Ja. Ganz genau. Und ich meine, das hatten wir ja vorher auch schon mal so angesprochen. Ich glaube, Alexander, du hast es so eben auch natürlich, dass Märkte auch was Befreiendes haben, aber auch was Zerstörerisches. Ja. Wenn ihr zum Beispiel dann die frühe Neuzeit, spätes Mittelalter denkt, und wenn es dann heißt, Stadtluft macht frei, ja, das war ja natürlich, also der Warenkauf, wenn ich muss mit anderen keine sozialen Beziehungen mehr eingehen. Ich kann einfach gegen Geld quasi Waren kaufen, erlaubt dann zum Beispiel die Befreiung aus der Leibeigenschaft, tut aber auf der anderen Seite damit auch soziale Beziehungen auflösen und zum Beispiel die Zünfte, die es davor gab, unter Druck setzen, weil die hatten sich halt eingerichtet und da ging dann der Betrieb vom Sohn, vom Vater auf den Sohn und jetzt kommen da plötzlich Unternehmer und ziehen da eigene Dinge hoch. Das heißt, da entstehen auch Spannungen. Also Schumpeter nennt es ja die kreative Zerstörung, dass also quasi immer wieder Märkte sind unglaublich dynamisch, sie erlauben das Entdecken von neuen und neue Produkte, aber sie zerstören damit auch immer bereits Bestehendes. Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Ich würde persönlich sogar sagen, wir müssten eigentlich von sozialer und ökologischer Märktewirtschaft sprechen, weil es nie einen einheitlichen Markt gab. Es war nie in der Geschichte so, dass Pflege in der gleichen Weise organisiert war wie Heirat, Bildung, Geld oder Information. Es waren immer verschiedenste Arten von Märkten, die miteinander verflochten waren und die auch immer auf Regeln angewiesen waren. Und kluge Regeln zu haben, in denen sich dann Marktmechanismen gut entwickeln können, das ist die Kunst. Und da ist der Staat dann schon gefordert zu sagen, ich setze kluge Regeln und kluge Rahmenbedingungen, damit die Menschen dann auch verantwortlich handeln können. Also wenn ich jetzt auf Fleisch verzichte, was ich ja tue, aber gleichzeitig weiß, dass wir Exportsubventionen zahlen, um dann das überflüssige Fleisch, das wir eh zu viel produzieren, dann auch noch nach Afrika weiter zu verkaufen, wo wir dort wiederum Landwirte damit kaputt machen, dann ist es also nur noch bizarr. Dann kann ich nicht sagen, da ist der einzelne Verbraucher dran schuld, sondern da muss ich dann auch auf Systemebene was ändern. Karl Popper, mein großer philosophischer Leitstern, der Liberale aus dem 20. Jahrhundert, der ja auch diese Unterscheidung zwischen Theorie und Mythologie so stark gemacht hat, und auch den Begriff Verschwörungstheorie gesagt hat, Vorsicht, das ist Aberglaube. Also ich glaube, er hat da die Themen, die wir heute diskutieren, ja schon ein Stück weit vorausgesehen, obwohl er natürlich auch in seiner Philosophie sein Platon-Buch kritisiere ich da. Also der war natürlich auch nicht perfekt, aber er hat mal gesagt, dass das Problem an Berufsphilosophie sei, dass eigentlich alle Menschen Philosophen sind. Ja. Und ich würde das heute noch ein bisschen verschärfen und würde sagen, zum einen sind sie nicht nur Philosophen, sondern Philosophen und Philosophinnen. Also das ist nicht mehr nur eine Männersache, Gott sei Dank. Und zum Zweiten müssen wir Erkenntnistheorie und Philosophie drauf haben. Das ist letztlich auch Hoaxilla und das ist letztlich auch unsere ganze Arbeit. Wenn ich heute als ganz normaler Mensch mich in der Medienwelten bewege, dann muss ich jetzt lernen zu unterscheiden, was ist echt, was ist fake, was ist ein Hoax, was ist eine wichtige Information. Ich muss ein Stück weit fit sein, auch in philosophischen Fragen. Und das ist natürlich eine Anforderung, da früher konnte man sagen, da sollen die dann halt machen, die Gelehrten und die Politiker und
und dann wähle ich halt alle 4 Jahre und lasst mich sonst in Ruhe. Und ich glaube, so einfach können wir es uns heute nicht mehr machen. Wir können im Guten in die ganze Welt hinauswirken, aber wir können es auch gewaltig versemmeln, wenn wir uns halt nicht kümmern. Und das ist deswegen schon, also ich hoffe, dass sozusagen die digitale Demokratie eine ist, in der die Bürgerinnen und Bürger auch entdecken, dass es schön ist, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig aber auch Politik, Justiz und so weiter in die Wirtschaft in die Verantwortung nehmen. Das würde ich fast sagen, ist die einzige Chance, die ich sehe, dass wir die Klimakrise, wir können sie ja nicht mehr aufhalten, aber wir können es vielleicht wenigstens noch abbremsen. Ja. Ich habe Kinder und ich hätte auch gern Enkel so und hätte eigentlich ein Interesse dran, dass dieser Planet auch noch im Jahr 2050 oder 80 bewohnbar ist. Und ich kann ganz sicher sagen, dass uns Verschwörungsmythen und Vorwürfe von Ökozid da überhaupt nicht weiterhelfen. Ja. Da brauchen wir richtige Wissenschaft und auch eine reflektierte Erkenntnistheorie und Philosophie. Ja. Und ein letzter Punkt, den ich noch anfügen möchte, und wunderbar. Wobei ich jetzt gerade schon eine Gänsehaut habe, wunderbar, weil das so wunderbar zusammenfasst. Aber auch nochmal, weil wir in alle, wie wir sind, in einer glücklichen Position sind, weil wir auch natürlich uns andere Produkte kaufen können. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Menschen auch finanziell so aufgestellt sind, eben nicht mehr auf günstiges Fleisch als Nahrung angewiesen zu sein. Also man kann natürlich sagen, kauft euch andere Dinge, wir sind noch nicht da, wo es in Amerika ist, wo du dir quasi Gemüse fast gar nicht mehr leisten kannst, weil der Burger von McDonald's einfach so unfassbar billig ist und dann schaufelst du dir eben dieses Zeug rein. Da sind wir noch nicht, aber da müssen wir auch aufpassen, dass wir Menschen auch so ausstatten, das Geld vielleicht ein bisschen umsortieren, dass man das auch zumindest überhaupt sich finanziell leisten kann, gesünder zu leben. Denn wir haben auch in Deutschland, so ist es meine Wahrnehmung, immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass Nahrung ganz, ganz billig sein muss, damit jeder immer satt ist und alles bekommt, was ja auch gut und richtig ist. Aber wir müssen jetzt auch anfangen, darüber zu reden, dass auch Nahrung, also das Grundbedürfnis, dass wir anfangen müssen, nachhaltig zu denken. Und das kostet in einer Übergangsphase, das ist meine Erwartung, etwas mehr Geld. Und dann müssen wir die Menschen, wenn ich sage wir, da meine ich dann auch ein Stück weit die Politik mit, so ausstatten, dass sie das mittragen können, weil sie es sich dann auch leisten können. Denn sonst ist es dann tatsächlich eine Elite mit ein bisschen mehr Geld, die schön und gesund und nachhaltig leben kann. Und die Armen in unserer Republik können das eben nicht. Und da müssen wir auch wegkommen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Genau, und das, ich meine, auch das sehen wir in den USA. Ich finde, das ist zum Beispiel im Bereich Bildung. Ja. Wenn Bildung gekoppelt ist an ein hohes Einkommen, dann reißt es ja die Gesellschaft wirklich so. Dann fühlt sich das wirklich für viele Menschen so an, als ob da eine reiche, abgekoppelte Elite in ihren Universitäten Gender Studies macht, während sie selber gerade so über die Runden kommen. Und das ist ja dann genau das, was du geschildert hast. Das ist ja das Verrückte, das geht ja dann bis in die Ernährung. Ja, dass dann und den Armen hast du dann Übergewicht, hast Diabetes, hast auch zum Beispiel eine erhöhte Anfälligkeit für die Pandemie, während gleichzeitig die anderen dann im beheizten Loft auf Rhode Island dann quasi die das aussitzen können. Und natürlich entsteht da Wut und natürlich entsteht da quasi so ein das Gefühl von die da oben. Und wenn du dann noch einige hast, die selber zur Elite gehören, aber die diese Ängste aufgreifen und daraus Verschwörungsmythen und Verschwörungsbewegungen formen, dann wird es halt richtig, richtig gefährlich. Also deswegen glaube ich, Einkommensverteilung und eben auch Bildungsverteilung ist ganz arg entscheidend. Ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie und bin im Rückblick eigentlich total dankbar, dass da der Aufstieg gelungen ist. Aber wenn ich mir die Daten anschaue, also wie wenig Kinder auch in Deutschland aus Arbeiterfamilien zum Beispiel promovieren, einen Doktortitel erwerben, dann muss ich halt auch sagen, ich hatte halt richtig, richtig Glück, habe mich dahinter geklemmt, hatte ein Stipendium vom Begabtenförderwerk. Das war total hilfreich, nicht wegen dem Geld. Ich habe schon gearbeitet da. Ich habe also nur das sogenannte Büchergeld bekommen. Aber einfach, um zum Beispiel zu merken, du bist nicht der einzige Nerd. Du bist nicht der Einzige, der auf solche Themen abfährt. Mhm. Das also quasi die Milieus, was sich herausbildet, der Frust, wenn du das Gefühl hast, die da oben, die sind so weit weg und die leben und reden ganz anders. Ehrlich gesagt, sind das schon Sachen, die ich nachvollziehen kann, also die ich sozusagen spüren kann. Und umso mehr stimme ich dazu, dass man also sozusagen den Menschen
ganz ernst nehmen muss. Und das heißt eben auch, ich kann den Leuten nicht nur predigen, gebt gefälligst weniger für Fleisch aus, sondern ich muss halt auch dafür sorgen, dass sie erstens überhaupt die Wahl haben, unter unterschiedlichen Ernährungsvarianten zu wählen. Und zweitens, dass sie auch die Chance haben, für sich und für ihre Kinder eine ordentliche Bildung zu erwerben. Und ich glaube, da sehen wir doch in den USA, dass selbst eine Riesendemokratie und ein hochentwickeltes Land an die Wand fahren kann, wenn halt große Teile der Bevölkerung abgehängt werden. Ja. Und dort finde ich, in Deutschland ist es nicht so schlimm, aber es ist auch nicht so gut, dass hier nicht auch noch einiges besser werden könnte. Ja, exakt. Und ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch das, was man klassisches Arbeiterkind nennt und kann all das, was du gesagt hast, nachvollziehen. Ich war sehr, sehr froh, dass ich damals während meines Studiums BAföG bekommen habe, dass ich dann auch sehr, sehr lange zurückgezahlt habe, weil ich das aber auch gut fand, das zurückzuzahlen, weil ich dann wieder wusste, davon kann jemand Neues wieder BAföG bekommen, der auch die Chance bekommt hat zu studieren. Und ich habe aber trotzdem auch nebenbei gejobbt dann irgendwann, weil das BAföG ausgelaufen ist, so zum Diplomarbeit hin, war dann einfach noch mal ein, zwei Semester mehr notwendig und die habe ich dann nicht finanziert gekriegt, musste dann arbeiten, was dann auch wieder belastend ist. Ich kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen und bin aber auch sehr froh, in einem Land zu leben, wo es trotzdem geklappt hat, dass ich das hätte machen können und dass meine Eltern mich da auch sehr unterstützt haben, zurückgesteckt haben und damit unterstützt haben. Und du hast die Zahlen angesprochen, das ist eher immer noch die Ausnahme und auch da müssen wir drauf achten, denn Intelligenz per se ist ja erstmal nicht ans Einkommen gekoppelt, aber das, die Intelligenz, die vorhanden ist, die muss dann auch gefördert werden und die Chance haben, sich zu entfalten, weil sonst geht sie verloren. Und ja, kann das nur nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir mitdenken müssen. Ja, das Leute, heißt, das war eine tolle Runde. Also vielen Dank. Das war jetzt auch, das wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich also auch von euch, danke für das auch sehr Persönliche. Ja. Also ich finde, Great Reset, das ist ja wieder so ein Thema, das macht vielen Angst. Vielleicht ist es uns jetzt ja gelungen, so ein bisschen auch Hoffnung dagegen zu setzen und auch dafür zu werben, dass Wissenschaft und Philosophie vielleicht doch gar nicht so uncool sind, sondern dass sie einem ja dann vielleicht auch sogar auch Mut machen können. Ja? Also im Prinzip brauchen wir ja einen Great Reset im Sinne von, wir brauchen ein Umdenken, weil uns wirklich im Augenblick vieles, was wir in der Vergangenheit nicht so toll gemacht haben, um die Ohren fliegt. Und ich denke schon, also dass in diesen Zeiten auch Chancen liegen, Dinge anders zu machen und sozusagen ein bisschen outside the box zu denken. Was wir halt nur nicht machen dürfen, ist aus so verunglückten Initiativen wie der vom WEF, also zumindest image-technisch verunglückten Initiativen, dann wieder einen Verschwörungsmythos zu machen, der alte Feindbilder und Motive bedient, sondern wir sollten versuchen, vielleicht diese Chancen, die jetzt tatsächlich in dieser Zeit liegen, vernünftig zu nutzen. Und wenn man sich anschaut, so nach Krisen, nach echten Krisen, die die ganze Welt berührt haben, was da mit den Menschen passiert ist, das war eigentlich immer eine sehr, sehr positive Zeit, auch nach sehr, sehr starken Zäsuren waren die Menschen doch plötzlich in so einer Aufbruchstimmung und es ist vielleicht kein Reset, sondern ein Neustart nach der Pandemie und ich bin sehr, sehr sicher, dass wir den erleben werden und bei aller Impfkritik und Impfzurückhaltung, ich glaube, wenn wir irgendwann wieder dahin kommen, dass all diese Einschränkungen, die wir auf uns nehmen, damit wir alle möglichst gesund durch diese Pandemie kommen, durch dieses Jahrhundertereignis, ich glaube, es ist immer noch nicht angekommen, dass wir bei allen angekommen, dass wir in einem Jahrhundertereignis uns befinden. Und ich glaube, dass der Wunsch, dann wieder rauszugehen, frei zu sein, zu leben, wenn wir es wieder können, alle miteinander, ohne dass wir ein Risiko füreinander darstellen. Ich glaube, da werden wir eine ganz andere Zeit plötzlich wieder erleben, wo man gar keine Angst vor einem Neustart nach der Pandemie hat, sondern wo man aktiv an diesem Neustart mitnimmt. Da ist es ganz, ganz wichtig, jetzt das, was wir hier besprochen haben in der Sendung, nicht zu vergessen, jeder Einzelne, und das mitzunehmen und das zu denken und zu sagen, jetzt geht's mir wieder gut, ich habe vielleicht wieder einen Job, ich bin nicht mehr auf Kurzarbeit, ich habe wieder Geld in der Tasche und das alles wieder mitzunehmen, zu sagen, vielleicht kaufe ich mir da mal was Nachhaltiges und nicht den nächsten großen Wagen mit Diesel oder was auch immer, sondern das mitzunehmen, weil dann könnten wir wirklich einen Neustart bekommen, der uns produktiv weiterbringt in der Zukunft. Gott, jetzt wäre ich Staatsrat. Wow. Ich glaube, wir müssen aufhören. Also ich, unter einer Bedingung, dass wir uns wiederhören und wiedersehen, bin ich dabei. Sehr, 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 sehr gerne, Michael. Und das Thema Tyrannophilie, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, das haben wir jetzt ja gerade nach hinten geschoben. Ah, ja. Da werden wir uns im Thema im Jahr 2021 mit Sicherheit nochmal sprechen, weil wir das auch ganz, ganz spannend finden. Und da wollen wir mit dir auch nochmal drüber reden. Also. Wunderbar. Danke euch, das war ganz intensiv und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute.
frohe Weihnachten und frohe Festtage und einen guten Rosh ins neue Jahr. Meine Nerd-Info zum Schluss, das kommt von Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahr. Da im Jiddischen ist aus dem gute Rosh unser guter Rutsch geworden. Schön. Und ja, genau. Deswegen Hatzloke Vebroke war ein jiddischer Segen. Also guter Rutsch und Hals- und Beinbruch war auf Jiddisch eigentlich frohes Neujahr und ein Segen. Deswegen sagen wir das auch noch so. Wir lächeln ja dabei, ja, obwohl eigentlich, genau, also das weiß und da seht ihr, was in den Worten verborgen ist. Euch beiden also jetzt schöne Feiertage und einen guten Rosh in 2021 in Richtung Great Reset und was auch immer danach kommt. Michael, vielen, alles Gute, vielen Dank dir auch. Alles Gute und deiner Familie. Genau. Ja, spannendes Gespräch wieder mit Michael Blume. Verschwörungsfragen können wir nur empfehlen. Mhm. Hört euch den Podcast gerne an. Michael hat ja auch während des Interviews nochmal den Song angesprochen, Hoax von Le Bang Bang, der geplante Titelsong zur Serie. Nein, der Titelsong zur geplanten Huxella-Serie, so muss ich es ja formulieren. Ja. Und diesen Song findet ihr jetzt auch überall, wo es digitale Musik gibt, bei Apple iTunes, bei Spotify, bei YouTube Music habe ich ihn gesehen. Also überall dort könnt ihr jetzt diesen Song auch hören, in eure Playlists reinmachen, könnt Daumen nach oben verteilen, könnt ihn raten. Das hilft natürlich Le Bang Bang, Stefanie Bolz und Sven Faller ganz enorm. Ich werde es auch nochmal verlinken. Und wir wurden ja schon gefragt, kann ich den Song auch alleine ohne das YouTube-Video haben? Jetzt geht das. Und das findet ihr dann alles in der Beschreibung zur Episode. Jetzt müssen wir aber nochmal erfahren von dir, Alexa, was es mit diesen großen Heizkörpern auf sich hat. Die Riesenheizkörper. Ja. Die Auflösung. Um die Auflösung ganz kurz zu machen, die Geschichte, die ich euch am Anfang relativ ausführlich erzählt habe, stimmt. Und wir werden dazu einen ganz, einen ganz interessanten Artikel von Snopes.com verlinken, wo ihr das alles nochmal noch detaillierter nachlesen könnt. Und ich finde das Thema ziemlich spannend, weil das so eine ein Stück Technikgeschichte ist, was ganz eng mit einem Weltereignis zusammenhängt, was die Menschheit doch wirklich maßgeblich beeinflusst hat, jetzt natürlich von den Weltkriegen abgesehen. Der Erste Weltkrieg war ja da gerade zu Ende. Also ein ganz interessantes Stück Geschichte, in das man sich mal hinein vertiefen kann. Wer das interessiert, wen das interessiert, der sollte sich den Artikel durchaus mal durchlesen. Und so viel zur Huxella Story für diese Woche. Da war man 1918 schon recht weit. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man so weit schon gedacht hat. Wir haben noch zwei Dinge anzukündigen. Zum einen gibt es nochmal wieder was zu gewinnen in dieser Folge und nochmal eine Ankündigung. Fangen wir vielleicht mit der Ankündigung an. Wir hatten ja geplant, den 10-jährigen Huxella-Geburtstag groß zu feiern. Wir hatten geplant, wieder Hörertreffen durchzuführen oder Hörerinnentreffen durchzuführen. Und das hat alles nicht geklappt in diesem Jahr, bekannterweise. Und deswegen haben wir uns aber entschlossen, am 28.12., das ist ein Montag, uns nochmal mit euch digital zu treffen. Und zwar bei den Wild Mics auf Twitch, also im Rahmen eines Livestreams. Und da könnt ihr uns dann Fragen stellen. Da könnt ihr alles das mal loswerden, was ihr vielleicht bei einem Hörertreffen uns fragen wolltet. Und damit wir sozusagen uns auf euch konzentrieren können und die Fragen konzentrieren können und nicht die ganze Zeit da im Chat mit rumlesen müssen, werden wir da von Tommy Krapfeis unterstützt, der das Ganze moderieren wird. Das heißt, nochmal ein virtuelles Hörertreffen mit Jahresabschluss und einer Rückschau am 28. Dezember. Rückschau und Vorschau. Rückschau, Vorschau. Hineinschau, Rundschau und natürlich eure Fragen und dann nehmen wir uns Zeit für euch ab 20 Uhr am 28.12. und da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei wärt und dass wir da schön in den Austausch kommen, das fänden wir super und ihr hört's, Marty findet das auch super, unser Skeptiker. Der bereitet schon mal ein paar Fragen vor. Genau und wir haben noch was zu verlosen, Alexander. Ja, und zwar hatte ich vor einiger Zeit, es war schon Anfang dieses verrückten Jahres, die große Freude und Ehre, ein Buch von Lee McIntyre übersetzen zu dürfen für Springer. Und wir haben 5 Exemplare, die wir verlosen dürfen von Lee McIntyres Scientific Attitude. Das ist der Originaltitel im Deutschen Wir lieben Wissenschaft.
Und das ist ein Buch darüber, was Wissenschaft eigentlich ist. Genau, ist ja auch eine Frage, die man sich mal stellen sollte. Was kann sie? Was geht da auch manchmal schief in der Wissenschaft? Und warum ist es aber trotzdem eine wunderbare Methode, die Welt zu erklären und sich auch für die Zukunft sattelfest zu machen? Also ich finde dieses Buch einfach wunderbar. Es war eine große Herausforderung, das zu übersetzen. Aber ich hoffe, dass diese Übersetzung euch da draußen Freude macht und euch informiert und freue mich auch sehr, dass wir da Exemplare verlosen dürfen. Und wer dieses, also eines von diesen fünf Büchern, die Alexa übersetzt hat, gewinnen möchte, schreibt uns bitte eine E-Mail an info@huxler.com mit dem Stichwort Übersetzung als Betreff. Und dann habt ihr Zeit bis zum 3. Januar 23.59 Uhr wieder, also 14 Tage jetzt von heute aus gesehen, uns eine E-Mail zu schicken. Und unter allen Einsendern verlosen wir dann fünf Exemplare, die wir euch zugutekommen lassen können. Genau, nochmal ganz herzlichen Dank an den Springer Nature Verlag, der das möglich gemacht hat. Genau. Ja, und damit sind wir am Ende der vorletzten regulären Folge für dieses Jahr. Dieses Jahr hat für uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns total über eure Unterstützung, wie wir dieses Projekt konsolidieren konnten. Die Wild Mikes Special waren, glaube ich, eine gute Bereicherung. Die haben nochmal mehr Content geliefert und wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Aber wir können euch beruhigen, auch für Huxilla gehen uns die Themen nicht aus. Mhm. Wir haben jetzt schon im Grunde genommen den Januar und schon in den Februar hinein schon relativ konkrete Planungen auf dem Zettel stehen und uns gehen die Themen nicht aus. Es wird nicht langweilig. Und wir hören uns übrigens im Dezember auch nochmal mit einem, ich sag's auch schon mal, ganz, ganz spannenden Interview mit einem ganz, ja, nochmal politischen Thema. Irgendwie, ja, und ein ganz ungewöhnlicher Blick auf Themen, die wir aber sonst auch beackert haben. Ja. Also es hat mich sehr überrascht und mich sehr gefreut, dass wir dieses Interview führen konnten und ich hoffe, dass euch das auch Spaß macht. Genau, kleiner Teaser. Wir hören uns also nochmal im Dezember und wir hören uns sowieso live und wir hoffen, dass wir uns am 28.12. virtuell begegnen im Rahmen des Hörertreffens und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.